23.30 Uhr, Heiligenstadt im Eichsfeld. Fast unbemerkt, weil zu später Stunde, rollte auf der A38 ein Schwertransport in Richtung Heilbad. Der Schwerlasttransport, der jetzt hier ankommt, der kommt von der A38. Der bringt jetzt die Fußgänger und Amphibienbrücke für den zukünftigen Westzubringer. Der kommt jetzt ganz normal über die Abfahrt und wird dann am südlichen Kreisel die Landesstraße L1500 benutzen, um durch den nächsten Kreisel zu fahren, wenn alles klappt. Um dann in Richtung Mengelrode zu fahren auf der Mengelroder Landstraße, und kurz vor der Autobahnbrücke wird dann abgebogen ins Baufeld, wo dann die Brücke ihren Standort demnächst haben wird. 14 Tage lang wurde dieser Transport geplant und organisiert. Um einen reibungslosen Ablauf zu sichern, wurden tagsüber bereits größere Hindernisse entfernt. Kleinere Hürden wurden an Ort und Stelle beseitigt und die Weiterfahrt so ermöglicht. "49 Meter Länge und 133 Tonnen Gewicht mussten sicher zum Zielort dirigiert werden. Es sind Vorkehrungen getroffen, es sind Verkehrszeichen abgebaut worden, es sind Aufbauten auf den Leitplanken abgebaut worden. Das war nicht gar so kompliziert, deswegen wurde jetzt auch dieser Kreisel genommen, weil er auf der südlichen Seite mehr Platz hat und durch die spezielle Technik, die die Zugmaschinen haben, und so ist das auch möglich, dass wir durch diesen Kreisel dort hinten durchfahren können jetzt. Kurz vor dem Ziel in Richtung Baustelle musste noch eine 90-Grad-Kurve genommen werden. Gegen 1.30 Uhr stand der LKW sicher an seinem Bestimmungsort. Brücke geliefert, Ziel erreicht. Am Dienstag wird dann die gelieferte Brücke mit einem 300-Tonnen-Kran abgeladen und montiert.